Die Dame wohnt in einem Haus, in einem Zimmer eines Hauses, ja, zu 8 Personen. Und es gibt dort mehrere Zimmer. Und insgesamt bei der Erntezeit, ja, wohnen zwischen 40 und 50 Personen. Der Zugang zum WC ist durch andere Räumlichkeiten und soll man auf dem Weg durch andere Zimmer reingehen. Schimmelig dort und ist nicht seit längerer Zeit nicht renoviert. Die Leute haben dort Angst, was laut zu sagen. Ich habe Angst vor Kündigung und oder eventuelle Entlassung. Sowohl sie als auch die anderen dort kennen ihre Rechte nicht, ja, weil die Arbeitsverträge nicht an die Hand bekommen. Die Dame sollte jeden Tag um 5 Uhr in der Früh aufstehen. Dann hat die Anreise zum Feld oder zum wo sie arbeiten sollte, ja, hat von 20 Minuten bis 1 Stunde gedauert. Ja. Arbeitsende war immer zwischen 20 Uhr und 21 Uhr. Die Frau fühlt sich wie eine Sklave hier so behandelt.